Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwerge und Zwergefreunde, zu Game of Dwarves. Ja, wie ich das die letzte Aufnahmesession ist ja leider nicht ganz so toll gelungen. Deswegen haben wir jetzt einfach nochmal vom letzten Save aus gestartet. Und man sieht, es fehlt uns jetzt hier ein bisschen was, was wir nachholen müssen. Was aber kein so großes Problem sein dürfte, nachzuholen. Weil unser gesamtes Militär ja ein bisschen rumgespackt hatte. Nebenbei, wo ist unser Militär eigentlich? Ach, da unten. Jedenfalls dieses Militär hier. Dieses Militär spackt wieder in der Wand rum. Ich hoffe mal jetzt nicht mehr. Nein, jetzt nicht mehr so wirklich. Sie trainieren jedenfalls wieder an den Trainingsfiguren. So, das heißt, wir brauchen hier einen Durchbruch. Irgendwo. In den Bereich. Und können bei der Gelegenheit auch gleich mal das Turmalin hier hinten ausgraben. Bergarbeiterzwerg Nummer 1, Bergarbeiterzwerg Nummer 2 sind unterwegs und volle Kanne an der Arbeit. Ganz ehrlich, mit dem Drachenblut könnten wir noch einen dritten hochtrainieren. Nehmen wir einfach mal dich. So, dann gehst du gleich mal weiter zum Kämpfer. Und mit dem jede Menge Titan, das wir hier haben, kriegst du hier zwei Übungspuppen. Und ja, den Rest von euch sperre ich sicherheitshalber mal ein. So. Nein, du musst nicht da hoch. Achso, hier war der Goblin Horde. Sehr schön. Ich möchte lieber, dass ihr tötet. Ja, sehr nett, dass ihr dazu auch in der Lage seid. So, ihr zwei. Du, wo ist der dritte? Du gehst nach da oben. So, einmal hoch zu den Forschern. Kriegst du nämlich hier noch eine dritte Trainingsfigur. So. Okay, hier war die Tafel. Soweit ich mich richtig erinnere. Und ja, die Jungs trainieren. Wenigstens super. Jo, hier war eine Tafel. Machen wir mal den Zugang dahin. So, Treppe, Treppe. Und dann einmal moschen, bitte. Ah, du machst dich schon mal ganz gut. Bis bald Level 10. Bist du ja sowieso, weil du doppelte XP kriegst. Und ja, die Musik, die hängt etwas. So, das war die Königsquest. Die haben wir jetzt abgeschlossen. So, gibt es hier irgendwo einen
Buddelauftrag in irgendeine Richtung? Nein. Also Tafel aktivieren. Listen. Auf dieser Tafel steht, irgendetwas stimmt hier nicht. Es erscheint einfach immer mehr Skelette. Solche Mengen zu erschaffen sollte unmöglich sein. Woher kommt die Energie? Ich gelange immer fester zu der Überzeugung, dass was mich der Forschungsleiter nicht sehen lassen wollte, der Schlüssel zu dieser Frage ist. Jo. Gut, als nächstes geht's bergab, würde ich sagen. George! Oder sollen wir erst... Nee, wir graben erst hier. Obwohl, hier drüben ist auch noch ein Raum, den wir freigraben könnten. Erst einmal. Und seiner Bergarbeiter ist da ja schon mal sehr effizient. Jetzt kommt der andere. So, wieder ein kleiner Goblin-Hort mit einem Forschungstisch, den wir nicht mehr brauchen. Yay. Und die Goblins werden schon verklopft. Das ist gut. Wie macht sich er hier oben? Er ist bereit, ein Schildträger zu werden. So, zurück zu den Jungs hier. Die sind immer noch, haben immer noch ihre beiden Trainingsstatuen. So, dann müssen wir hier runter und hier lang buddeln. Um hier in den Raum zu gelangen. Ah, hier oben drüber ist auch immer noch was. Aber erstmal haben wir hier wieder einen Skelettraum. So, verschieben wir den mal ihre Särge. Und du weg da bitte. Lass bitte die Armee kämpfen. Ja, die können durch Wände schießen, aber nicht über verschiedene Ebenen. So. Dann aktiviert mal bitte die Tafel hier. Auf dieser Tafel steht... Ich wartete, bis es Nacht wurde, und dann schlich ich zurück in die tieferen Grüfte. Ich erreichte den Ort, an dem ich bereits gewesen war, aber dieses Mal ging ich weiter und schließlich fand ich etwas. Die Luft wurde ganz schwer zu atmen und selbst die Farben erschienen mir lebloser. So etwas hatte ich noch niemals erlebt. Es war, als ginge ich auf das Nichts zu. Ich hielt es nicht aus, ich musste von dort entkommen. Ja, wieder hin, wieder weg, wieder hin, wieder weg. So. Gut, macht mal einen Durchbruch nach hier. Weil von da aus würde ich mich jetzt gerne mal in die Richtung graben. So. Oh, dazu ist der Grabstein hier im Weg. Und von hier aus könnte ich mich eigentlich auch mal weiter durchgraben. Und zwar hier lang. Mhm. Hier. Nach da. Was macht mein Soldat hier oben? Ah, er hat Level 12 schon mal erreicht. Und wenn man sich unsere Hand so ansieht, sehen die richtig schick diesmal aus, ey. Ja, zurück zu meinen Bergarbeitern.
gucken, dass die sich nicht in irgendwelche Schwierigkeiten reingraben. Ah, hier sind schon mal wieder größere Räume. Hier ist ein kleinerer Raum mal wieder. Da sind noch größere Räume. Ah, da ist unser erster Kristall gewesen, genau. Ich würde es wirklich begrüßen, wenn mehrere zum Kämpfen kommen würden. Na also. Oh. Du bist da nicht so gut gelandet. Beim Ork-Häuptling. Oh, und hier ist mal wieder Dings im Weg. Und Digium. Und ja, ich weiß echt nicht, warum der die Musik manchmal Aussetzer hat. Alles andere scheint eigentlich gut weiterzulaufen. Okay, ich glaube, ich habe den Weg hier. Nein, gefunden. Lass uns mal sehen, wie schalten wir das jetzt aus? Ah, das war's. Es ist aus. Das war überraschend einfach. Jetzt müssen wir noch 4 weitere finden, dann hat dieser Albtraum ein Ende. Ja, und 2 Tafeln. Also ja, zum Beispiel hier direkt über uns sieht es so aus. Als ob da auch noch ein Raum wäre. Ja, buddeln wir da aus. Ach ja, genau, hier war die Tafel mit den untoten Gnomen. So, du hast Hunger. Du hast auch Hunger, scheinbar. Wie siehst du hier oben aus? Ah, du bist schon Level 14. Jetzt bist du müde. Ja, ihr seid aber alle noch gut beieinander, sehe ich gerade. Knallt den Gnom ab. Danke. Und irgendwie aktiviert die Tafel, bitte. Auf dieser Tafel steht, nach meinem Ausflug konnte ich an nichts anderes mehr denken. Später versuchte ich einen Sinn in dem Experiment zu finden. Natürliche Energie habe ich ja bereits erwähnt. Eigentlich könnte man sagen, dass die gesamte Welt aus ihnen besteht. Magie entsteht, wenn man diese Energie kontrolliert und in physische Formen lenken kann. Dieser Ort aber, den ich fand, dort schien irgendetwas alle natürlichen Energien aufgesaugt und dadurch eine Art Nichts geschaffen zu haben. Der Wissenschaftler in mir lässt mir keine Wahl. Ich muss herausfinden, was der Grund für all das ist. Ich muss also dorthin zurück. So, das heißt, als nächstes buddeln wir uns mal in die Richtung, wo uns das schon so schön angezeigt wird. Und ja, dann haben wir nur noch das hier hinten und das da drüben. Also gehe ich mal davon aus, dass hier entweder noch eine Tafel ist oder ein Runenkristall. Das werden wir aber dann sehen. Was haben wir freigebuddelt? Ein Maulwurfshort. Oh.
Ja, stimmt, den haben wir auch das letzte Mal schon reingebuddelt.